Eine Dartscheibe, die auch der Amateur trifft, auf die man nicht mit kleinen filigranen Pfeilen wirft, sondern mit echten Fußbällen kickt, gibt es tatsächlich 6 Meter hoch und 6 Meter breit, eine der ersten in ganz Bayern. Sieht einfach aus, ist es aber nicht, weiß der Feuerwehrvorstand. Das ist schon ganz schwierig, weil man den Ball natürlich auch aus ein paar Metern in die Höhe bringen muss, aber heute hat scheinbar einer schon die 140 Punkte geknackt, also das war schon ein richtig guter Score. Ja. Es dauert nur 5 Minuten, die Scheibe aufzubauen oder besser aufzublasen. Sie funktioniert wie eine Hüpfburg. Gebläse an und los geht's. Beim Wettkampf geht es dann um Punkte wie beim richtigen Dart. Das erklärt am besten der Feuerwehr-Nachwuchs. Also zum einen kommt es auch darauf an, dass man, wie man sieht, natürlich in die Mitte schießt. Zum anderen aber auch zum möglichst viele Punktzahl erreichen, ist natürlich das oberste Ziel das rote Feld unter der 20. Das heißt, dass man 3 mal 20 sind 60, damit kann man die meisten Punkte machen. Die Regeln sind überschaubar. Die Herren schießen aus 10 Metern Entfernung, die Damen aus 5, sonst wäre es ja auch unfair. Ist das schwierig? Ja, es ist wirklich sehr schwierig, den Ball hochzubekommen überhaupt und dann zu treffen oder eine gute Punktzahl vor allem. Ja, mit dem Alkohol klappt es dann doch. Die Feuerwehr in Niederstaufen richtet jedes Jahr ein Elfmeterturnier aus. Damit das nicht langweilig wird, haben sie nach was Besonderem im Internet gesucht. Endlich mal was anderes als das ewige Schießen auf eine Torwand. Ja. Gute Idee? Ja, macht viel Spaß. Sagt der Mann, eh klar. Aber die Mannschaft vom katholischen Frauenbund in Niederstaufen, was sagt die? Und das Fußballdart macht man den Männern zuliebe mit? Ja. Ja. Nö. Macht voll Spaß. Fußballdart ist übrigens erst letztes Jahr auf den Markt gekommen und erfunden haben es die Briten.